Was müssen wir machen? Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kraner. Tut mir leid, Lieutenant. Hi, Hank. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach, scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen es nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Einer der Mitarbeiter. In den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Dass er nicht ins Bein geschossen hat, ne? Das ärgert mich ein bisschen. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die ab... Evan Thomas. Und sendeten die Botschaft live. Dann verschwanden sie über das Dach. Das Dach? Ja, sie hatten Fallschirme. Wir versuchen herauszufinden, wo sie gelandet sind. Aber bei dem Wetter... Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Sollte wirklich ein Android hier sein? Nach dem, was passiert ist? Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Klar. Du bist ein Guten. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Abweichler hatte Kompliz. Geiler Typ. Verschiedene Augen hat er. Muss ich auch noch. Ja, muss ich Jagd auf Connor machen. Auf Marcus. LK200. Registriert als Marcus. Scheiße. Hast du was gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Was ist jetzt los? Connor, was ist los? Da stand doch alles.
Täter waren getarnt. Nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Senders befinden sich in der Küche. Sie waren vermutlich nicht involviert, aber wir wussten nicht, wohin mit ihnen. Ermittlung. Einmal die gleichen. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist. Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern? Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Bei Keim hat es sich verändert, das Leuchtding.
Okay, ich hab dich. Die Augen. Der hat mit den Augen gedingst. Alter, ich war viel zu langsam. Frank! Frank! Ich brauch Hilfe! Alter! Hilfe! Hilfe! Connor darf nicht kaputt gehen! Hilfe! Hilfe, was soll ich tun? Nein! Connor! Nein! Connor, Connor! Oh! Connor stirbt! Nein, ich habe Connor verloren! Nein, ich will Connor nicht verlieren! Hilfe, was soll ich da machen? Shit. Ja, vorbei. Mach's gut, Connor. Messer rausziehen. Hank! Hank, ich brauch Hilfe! Connor! Halt durch, Junge! Halt durch, halt durch! Wir retten dich! Halt durch! Hier! Abweichen! Komm schon! Hier. Da war ein Abweichler! Connor! Connor! Nein! Sag mir nicht, Connor ist jetzt tot. Connor hat sich abgeschaltet. Tot. Ernsthaft. Zeit abgelaufen. Ich bin gerade so deprimiert. Sowas von deprimiert. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr?
Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Der vertraue ich sofort. Beim Slutko hatte ich direkt am Anfang ein mieses Gefühl. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Kommt rein. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Naja, da lag was zu lesen, das muss ich mir gleich noch angucken. Weihnachtsbaum, okay. Ein schöner Weihnachtsbaum da. Noch schlafen ein bisschen. Mir geht es gut, Kyra. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Du musst dich ausruhen. Jetzt schläfst du erst einmal und morgen sehen wir weiter. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Vielleicht brauchen sie Zeit, um zu verstehen, was wir wirklich sind. Warum reden sie nicht einfach mit uns? Dann sehen sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Oh, die ist nett. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Okay, das finde ich total lieb von dir.
Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Androiden zu helfen ist gefährlich. Warum riskieren sie es? Als der Erste ankam letztes Jahr, er war so verloren und verwirrt. Wir versteckten ihn eine Weile, aber er wollte unbedingt über die Grenze. Sie haben ihn einfach erschossen. Als dann der nächste Android kam, wusste ich, ich muss ihm helfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Oh oh. Was ist los? Mann, nein, nicht schon wieder Ärger. Ich will keinen Ärger mehr. Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Oh nein. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Oh Mann, ey, das ist alles so deprimierend. Manu. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Nein!
Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ah, ist ja auch klar, dass er sich Sorgen macht, ne? Macht sich auch Sorgen um seine Mutter. Oh. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. AP-700. Detroit steht unter Schock nach dem Androidenangriff auf den Stratford Tower. Die Maschinen sendeten eine Videobotschaft, die man nur als Forderungskatalog bezeichnen kann, über die Bildschirme der Stadt. Noch ist unklar, ob die Angriffe durch Fehlfunktionen verursacht wurden oder eine Organisation dahinter steckt. Bisher hat CyberLife keinen Kommentar abgegeben, doch wir erwarten mehr Informationen in den nächsten Stunden. Okay. Na, Weihnachtsbaum. Oh je. Die Polizei. Oh shit. Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein. Nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Da,
Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Scheiße, ich hab nicht richtig aufgeräumt, verdammt. Oh oh. Scheiße, keine Bewegung! Nein, Luther! Wie konnte ich jetzt so versagen? Ihr müsst die Reise ohne mich zu Ende bringen. Luther! Das Spiel hat mir gar keine Zeit gelassen. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Fuck. Was hab ich versagt? Mein Gott. Wieso? Vorhang nicht geschlossen. Oh. So eine Kacke. Oh. Ich krieg noch mal die Krise hier.